Hallo, hier ist Günther von Enduro-Motorradtouren und heute kommen wir zu zwei Basic-Dingen oder wie sagt man da auf Deutsch, auf grundlegenden Dingen beim Fahren, die man braucht. Das eine ist Mut und naja, das ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Man braucht eigentlich die Überzeugung, ich schaffe das schon. Und die Grundlage von ich schaffe das schon ist eine gesunde Fahrtechnik, dass man einfach ein bisschen was drauf hat und wenn was stört, dass einem das nicht aus dem Konzept wirft. Also ein bisschen Mut, ja, und Zuversicht, das wird schon. Und das zweite ist, im Schwung bleiben. Also nicht glauben, ich bremse ab auf fast Stillstand und dann gebe ich wieder mit einem dicken Motor und Dickleistung, oh, dann geht das alles wieder von selbst. Nein, nein. Mit einer kleinen und leichten Maschine lernst du in Schwung zu bleiben. Es einfach quasi laufen zu lassen. Und obwohl, oh, so eine Kehre auf Schotter, oh, das sieht unheimlich eng aus, oh, ich bin vielleicht zu schnell. Nee, versuch mal über dein Limit zu gehen und sagen einfach, oh, das wird schon. Und siehe da, und hinterher sagt man sich, ach, das wird auch noch viel besser gegangen. Und dann lernt man dazu. Also ich fand das ganz spannend, mit einer kleinen, leichten Maschine das Vertrauen aufzubauen und auf dem Gas zu bleiben und den Rest einfach, ja, mit Lenken, Körpereinsatz, ihr wisst ja die Grundlagen, einfach laufen zu lassen und mit wenig Gas, mit wenig Drehzahl, damit auch wenig Verbrauch, Zweitakter ganz wichtig, schön weit zu kommen. Eigentlich eine feine, schonende, vor allem körperlich auch kräfteschonende Sache. Hat mir gut gefallen. Wie seht ihr das? Fahrt ihr lieber mit einem dicken Schiff und viel Leistung oder findet ihr auch den Zugang mit etwas kleinem, leichten interessanter? Sagt mir es doch einfach. Ich antworte dann auch. Bis dann. Ciao.